Ja, Fallout 4 ist schon was Feines. Ich würde es sogar schon fast wagen zu sagen, dass es mit das beste Spiel ist, was je für die Next-Gen-Konsolen bisher rausgekommen ist. Wobei das halt auch wiederum Geschmackssache ist. Aber für mich ist es definitiv mit unter den Top 5 besten Spielen, die bisher rausgekommen sind für die Next-Gen-Konsolen. Wobei man auch sagen muss, es macht am meisten Spaß, seitdem die Mods rausgekommen sind für Xbox One und später dann auch für die PS4. Ich habe mir das Ganze in der Game of the Year Edition nochmal für die PS4 geholt, obwohl ich es vorher schon für die Xbox One durchgespielt hatte, zumindest die Story. Und ich habe mir gedacht, machst du doch mal ein bisschen Mods auf der PS4. Da ist mir aber auch dann bei der Story aufgefallen, dass das ein bisschen was mit Parallel zu tun hat mit dem Punisher. Ganz ehrlich, die Frau wird abgeknallt, der Sohn wird entführt. Gut, beim Punisher ist der Sohn halt auch abgeknallt worden, beziehungsweise die Kinder. Aber komm schon, es hat schon ein paar Parallelen. Aber das erklären wir gleich. Nachdem wir dann aus der ersten Intro-Sequenz von Fallout 4 raus sind und unser Typ uns gefühlt 4000 Mal erzählt hat, dass Krieg immer gleich bleibt, springen wir ins Badezimmer der Familie und können dort zwischen Frau oder Mann auswählen und können unseren Charakter individualisieren. Wenn wir damit fertig sind und den Typ gewählt haben, wissen wir auf jeden Fall schon mal, wer die Hosen in diesem Haus anhat. Hey, Schatz. Warum schaust du nicht mal, ob das Frühstück schon fertig ist? Also ich behaupte bis heute ja noch, dass es nur geknallt hat wegen diesem dämlichen Spruch, aber gut, also das ist wirklich eine andere Sache. Nachdem wir dann in Vault 111 runtergefahren sind, werden wir dort ein bisschen verarscht. Statt irgendeine Wohnung da zu kriegen, werden wir in einen Kyroschlaf versetzt. Es ist so eine Art Eiszeitschlaf und ich glaube, es hieß Kyroschlaf. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls pennen wir erstmal ein bisschen, werden dann irgendwann zwischendurch wieder wach und sehen dann, wie unsere Frau erschossen wird. Da ist dann die Zeit gekommen, wo wir zum Punisher werden und nur noch Menschen töten wollen und auf Vault 111 nach 200 Jahren Schlaf flüchten wollen. Und dort werden dann zuerst mal natürlich ein paar Kakerlaken gebasht. First Blood. Double Kill. Multi Kill. Rampage. Killing Spree. Endlich mal raus hier aus den Drecksler, hier stickt's ja wie Sau in der Jauchengrube. Ja Mensch, da ist man doch stolz wie Holz, wenn man nach 200 Jahren aus so einem Drecksloch hier rauskommt und dann so ein schönes Land hier vorfindet. Mensch, da buche ich mir doch direkt ein Ticket nach New York. Vorher aber Doris Commonwealth punished, werden wir jetzt erstmal in den Punisher Room gehen. Quatsch, das ist der Mod-Room, / Sheet-Room. Dort kriegt ihr einfach alles, von Power-Rüstung bis hin zu Munition, die ihr ständig nachfüllen könnt. Irgendwelche Schlüssel zu verschiedensten Gebäuden, die es auf der ganzen Karte gibt. Und. Dort gibt's einfach richtig, richtig krass viel. Wobei ich sagen muss, auf der Xbox One ist das Ganze noch ein bisschen detaillierter. Und es gibt für die Xbox One auch deutlich, deutlich mehr Mods als für die PS4. Das war wohl so, weil Sony gesagt hat, es sollen für die Mods nur Spielinhalte verwendet werden, die es auch an sich im Spiel gibt. Das wurde zwar auch ein bisschen abgeändert, aber auf der Xbox One gibt es nahezu fast alle die Mods, die es auf dem PC gibt. Klar, auf dem PC gibt es immer noch ein paar mehr, aber es kommt schon sehr nah dran an das Ganze. Also wenn ihr wirklich viel mit Mods spielen wollt, dann ist die Xbox One Version wahrscheinlich die bessere, aber es gibt trotzdem in beiden Versionen einen Raider Killing Room. Dort könnt ihr Raider einfach mal bashen und eure Wut mal rauslassen. Wenn wir dann aus dem Mod-Room raus sind, kann das große Punishen mit den Punisher des Ödlands oder hier Commonwealth, Ödland war ja eher in Fallout 3, beginnen. Und wir haben uns mal die Liberty Prime Gatling Gun gepackt und mit der sollte man sich eher weniger anlegen.
Ja, sag dich doch, das endet meistens unschön. Die Frau vom Drumlin-Dinner haben wir somit gerettet und den Sohn von ihr auch, denn der hat nämlich bei den Typen da Jet gekauft und hat höchstwahrscheinlich nicht bezahlt. Was ich dann aber seltsam finde, dass der Typ uns angreift, nur weil wir zu seiner Mutter sagen, wir haben kein Interesse, was von ihr zu kaufen. Gastfreundschaft und Dankbarkeit sieht auf jeden Fall anders aus. Aber ich meine, als Punisher muss man halt skrupellos sein, ne? Ja, das kann der von Natur aus. Was man natürlich auch machen kann, ist sich einen gemoddeten Fatman zu packen. Der schießt nämlich 5 Mini-Nukes gleichzeitig los. Wo man sich aber dann ein bisschen verarscht fühlt, ist, wenn der Moment kommt, dass ein verficktes Geländer einen aufhält, irgendeinen random Raider zu killen. Eine verfickte Stange. Ist ja nicht so, dass das eine Mini-Atombombe ist oder so. Nein, das ist natürlich nur eine Splitterhandgranate oder sonst was. Und selbst da wird der verrecken. Man kann natürlich auch einfach mit einer läppchen 9mm Pistole durch die Gegend laufen und auch seinen Spaß haben. Ups. Aber was eigentlich immer am besten geht, ist den gemoddeten Baseballschläger nehmen, den ihr ebenfalls im Mod-Room findet und damit einfach Köpfe wegzuschlagen, denn das ist wirklich am spaßigsten. Nein, ohne Scheiß, das ist geil. Irgendwann scheint es im Spiel aber auch zu reichen. Nein, das ist kein Screenshot, den ich euch da zeige. Das Spiel ist tatsächlich hängen geblieben. Der Schlag war wohl ein bisschen zu hart. And his name is John C. Zwischendurch muss man sich auch manchmal einfach die schöne Spielwelt von Fallout 4 ganz in Ruhe angucken. Ich finde, das Spiel ist grafisch sehr, sehr, sehr gut gelungen. Die Wassereffekte sehen wunderbar aus. Die Texturen sind auch gut. Und vor allen Dingen die Effekte. Es sieht einfach richtig, richtig stimmig aus. Ich finde, so sollte ein Open-World-Game aussehen. Das ist für mich Gaming-Kunst, kann man schon fast sagen. Man kann sich natürlich auch einfach mal eine Minigun packen, die nicht stärker, sondern schwächer als die Standard-Minigun ist und sich dann wundern, warum der Gegner schluckt wie sonst noch was. Aber ganz ehrlich, so viel Blut, wie der Typ da verliert, so viel Blut verliert auch nicht mal eine Frau, wenn sie ihre... Da muss ich jetzt aufpassen mit dem Kommentar. Weil ihr natürlich so ein krasser Punisher seid, könnt ihr natürlich auch ohne Sachen spielen, die gemoddet sind, nämlich mit den Standardwaffen. Das, was ihr da jetzt seht, ist das Radiumgewehr. Das findet ihr im Gunner Hauptquartier und ich glaube, das findet man sogar nur da, weil das ist eine legendäre Waffe. Die gibt es auch, glaube ich, nur ein paar Mal im Spiel oder wahrscheinlich sogar nur einmal. Damit kann man natürlich auch ganz gut bashen. Geht zwar nicht so schnell, als wenn man jetzt irgendeine Liberty Prime Gatling Gun nimmt, aber das geht auch alles. Ja, weil das ist ja das normale Spiel und so habe ich das Spiel am Anfang auf der Xbox One auch durchgespielt. Jetzt fällt mir aber gerade noch spontan ein, das Radiumgewehr gehört, glaube ich, zum Far Harbor DLC. Das gehört gar nicht zum Standardspiel. Ich meine, es müsste zum Far Harbor DLC dazugehören. Wenn ich falsch liege, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben, falls ihr euch damit noch besser als ich auskenne. Ich laie. Nein, bin ich natürlich nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Warum schwer, wenn es auch einfach geht? Ah, siehste, sag ich doch. Viel, viel besser. Die PS4 bietet zwar auch genug Mods, aber man muss schon sagen, die Xbox One ist, was Mods angeht, schon deutlich besser, weil es sehr, sehr nah an den PC rankommt. Ist ja auch klar, weil ist Microsoft. Kann man halt nichts dran machen. Schade, dass es das für die PS4 nicht gibt. Diese große Anzahl an Mods, wie es für die Xbox One der Fall ist. Denn man sieht hier im Hintergrund zum Beispiel den Modern Firearms Mod. Das gibt es für die PS4 nicht, sofern ich weiß. Dort hat man nämlich Waffen, die es halt aktuell zu dieser Zeit gibt.
also zu unserer Zeit, nämlich im Jahre 2017, 2016 und all die Waffen, die aus unserer Zeit kommen. Ich habe zum Beispiel da eine Scar Age in der Hand und das ist ganz cool, mal mit solchen Waffen auch in Fallout rumzulaufen. Das macht auch deutlich mehr Spaß und das lässt sich irgendwie auch gut punishen mit dem Punisher im Ödland der Hauptstadt. Nein, halt, im Commonwealth. So heißt es ja hier in Fallout 4. Stimmt ja. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war's. Ich bin raus und ciao.